Noch hält der Damm. Aber Entwarnung will hier noch keiner geben. Viel zu brüchig ist die Mauer am Stausee im Norden Englands. Ein Spezialhubschrauber wirft tonnenschwere Säcke ab. Gefüllt mit Sand, Kies, Schrott sollen sie den Damm stabilisieren und Druck von der Mauer nehmen. Der ist noch immer sehr hoch. Mehr als 6000 Menschen, die in der Nähe der Stausees leben, mussten ihre Häuser verlassen. Viele verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Vor Ort, so die Behörden, bestehe Lebensgefahr. Wir sind sehr besorgt, sagt diese Anwohnerin. Wir hoffen, dass die Leute den Damm sichern können. Dafür sind Rettungskräfte rund um die Uhr im Einsatz. Mit Pumpen versuchen sie, den Pegel des Sees zu senken und Wasser über einen Nebenkanal abzuleiten. Das sei teilweise gelungen, so die Behörden. Ob es ausreicht, mag noch keiner sagen. Die Umweltbehörde hat eine schwerwiegende Flutwarnung herausgegeben, weil wir einfach nicht einschätzen können, wie es um den Damm steht. Bricht der Damm, rechnen die Anwohner damit, dass ihre Häuser und ihr Wohnort Willey Bridge überschwemmt werden.